Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah azza wa jal wird yawmul qiyama eine Person abtrennen von der gesamten Schöpfung und so wird Allah azza wa jal von dieser Person 99 Papierrollen ausbreiten lassen. Jede Papierrolle von dieser Person ist so lang, wie das Auge reicht. Was steht da drauf? Seine gesamten Sünden, die er gemacht hat. Dann sagt Allah azza wa jal zu ihm, streitest du etwas ab von diesen Sünden? Das heißt, haben wir dir Unrecht getan mit etwas? Schaut mal, subhanallah, Allah fragt ihn. Allah fragt diesen Diener, der ein Sünder durch und durch ist. Normalerweise erwarten wir, dass Allah ihn sofort in das Höllenfeuer hereinwirft. Nein, streitest du etwas ab von diesen Sünden? Haben dir meine Schreiber, die Engel, etwas an Unrecht zugefügt? So sagt er, nein, mein Herr. Afalaka uzur, fragt Allah ihn dann. Hast du eine Entschuldigung für diese Sünden? Allahu Akbar. Hast du eine Entschuldigung? Ich habe die angeguckt, weil ich sie begehrt habe. Ich habe den Alkohol getrunken, weil er mir geschmeckt hat. Ich habe dieses Wort gesagt, weil ich wollte ihn eins auswischen. Hast du eine Entschuldigung? Hast du heute eine Entschuldigung? Fragt Allah Azza wa Jal. Er sagt, la ya Rab, ich habe keine Entschuldigung. Dann sagt Allah, doch du hast einen guten Tag bei uns heute zu erwarten und heute soll dir kein Unrecht angetan werden. So wird eine Karte von ihm herausgeholt, auf der steht, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. So wird diese Karte hervorgebracht von ihm. Fayaqul, und es wird zu ihm gesagt, bereite dich vor. Bereite dich vor auf diese Abrechnung. So sagt er, oh mein Herr, was soll diese Karte im Vergleich zu diesen 99 Papierrollen an Sünden überhaupt bringen? So werden die 99 Papierrollen auf eine Waagschale gelegt und die Karte La ilaha illallah Muhammad Rasulullah auf eine andere Waagschale gelegt. Was passiert? So fliegen alle Blätter weg und die Karte La ilaha illallah überwiegt. Allahu Akbar. Und nichts wiegt im Gewicht vom Namen Allahs.